Hallöchen, Hallöchen. Winter der 15. Wie würde man das Datum aussprechen? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, was der Wahrsager sagt. Schon wieder genervt. Leben vom Land. Diese Folge geht um Geoden. Geoden sind hohle Steine, die oft sehr wertvolle Minerale enthalten. Ein Schmied kann sie dir zu einem gewissen Preis aufbrechen. Es gibt verschiedene Geoden und jeder einzelne davon produziert eine andere Gruppe an Mineralien. Mineralen. Mineralen? Mineralien? Man weiß es nicht. Der seltene Omni-Geode jedoch kann jede Art von Mineral beinhalten. Ah, deswegen auch Omni. Spannend. Wusste ich nicht. Was haben wir denn noch? Nichts mehr. Gut. Dann gehen wir erstmal hier auf Ressourcenjagd. Hallo, ihr Süßen. Einmal Futter auffüllen hier. Wie sich das gehört, damit meine Ladies bestmöglich versorgt sind. Wir nehmen auch gleich mal die Pilzkis mit. Perfekt. Hey Honk, bleib stehen, ich will dich streicheln. Hi. Yay. Hier ist ja was los. So, habe ich auch nichts übersehen. Hier. Wir haben eine Entenfeder bekommen. Dann machen wir doch Entenmayo. Oh, und wir brauchen was Frisches für das Ding. Verkaufen wir die auch. Cool. Dann sind soweit alle versorgt. Ich kann das hier einsortieren. Ich hatte vorhin die Meldung bekommen, dass die Steuerspitzhacke fertig ist. Oh, Moment. Um die Kollegen kümmern wir uns noch hier. Das heißt, die können wir gleich abholen. Dann können wir hier mal unseren Hof ein bisschen aufhübschen. Würde ich sagen. Ja? Erstmal füttern wir hier die Recyclingmaschine. Das nehmen wir auch mit. In die Stadt, bitte. Wir nehmen jetzt das dahin. Hey! Yeah! Unsere Stahlspitzhacke! So. Oh, da sind noch Blümchen. Wenn ich einfach nur so buddel, kommt nichts bei rum.
Dann schreiten wir zur Tat. Okay. Fünfmal draufhauen. Und es gibt uns 15 Steine. Das ist gar nicht verkehrt. Wenn wir nämlich mal wieder was von Robin bauen lassen wollen. Dann ist das perfekt, dass wir hier so viele Steinchen sammeln können. Guck mal, da sind auch Würmchen. Und wieder Lehm. Da drüben ist nochmal so ein Monsterstein. Zwei sogar. Aber das scheint es gewesen zu sein. Richtig gut. Habe 184 Steinchen gekriegt. Ich glaube, es wird langsam Zeit, die Aufnahmen zu beenden, ey. Da, 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 da. Und verchecken, verchecken. Verchecken. Haben wir Saatgut? Nee. Aber Blümchen haben wir. Und eine Frucht haben wir. Und Baumaterial haben wir. Genau, und der Rest kommt rein. Ach ja. Im Mini-Kühlschrank. Gut, gut, gut. Was können wir denn noch bauen? Was haben wir denn Schönes? Eine Ölpresse? Brauchen wir noch nicht. Recycle-Maschine. Mhm. Ein Webstuhl. Schleimeierpresse. Baumdünger. Eine Bombe. Ah, eine Kürbislaterne. Ich liebe Kürbislaternen. Schotterpfad. Weißt du, wenn ich einen Schotterpfad machen möchte, oder einen Pflastersteinpfad, es ist gerade egal, weil beides jeweils einen Stein kostet. Okay. Knoblauchöl. Krass. Lebenselixier. Stellt Gesundheit vollständig wieder her. Das könnte man sich natürlich auch überlegen, das mal zu kochen. Man braucht einfach nur die vier schrägen Pilze dafür. Den hier. Den hier. Den hier. Gut. Ich will jetzt einfach mal ein Lebenselixier verkaufen. So. Oh. Mein Handy bimmelt einen Moment. So, da bin ich wieder.
Genau, eins habe ich jetzt in die Vercheckbox gelegt. Das andere kommt in den Kühlschrank. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal gucken, was denn so am Strand abgeht. Ich weiß auch gar nicht, ab wann ich neue Tiere bei Marni kaufen kann. Muss ich da meine Gebäude nochmal vergrößern? Ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht muss ich einfach mein Farmlevel höher bringen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das muss ich mal recherchieren. Geliebte Mona. Okay, bla. Es ist alt und verblasst. Was haben wir hier eigentlich noch? Verschlossen. Hey, Penny. Warum wollen... Ah, ich wollte gerade sagen, warum wollen alle an den Strand? Aber klar, hier sind die Händler-Fuzis. Der Nachtmarkt ist nun geöffnet. Richtig. Ich erinnere mich. Dann gehen wir doch mal Luki Luki machen, würde ich sagen. Hallo. Gratis Kaffee, habe ich gehört, ne? Hallöchen, hättest du gerne einen Kaffee? Ja. Dankeschön. Du erhältst Kaffee. Plus 1 Geschwindigkeit. Was ist denn hier? Hallöchen. Kapitän. Ahoi! Willst du auf eine Tiefsee-Angeltour gehen? Sie kostet 1000 Geld. Nein. Hi. Ich kann dich für 250... Gold nach Hause schicken. Nein, danke. Oh, hey. Du bist auch hier. Kekse. Knoblauchsaat. Käferfleisch für 700. Bist du des Wahnsinns? Ein Köder für 200. Alter. Verkleideter Dreher, der metallene Anhänger und die farbenfrohen Luftschlangen sind ein verlockendes Spektakel für Fischer. Erhöht die Beißrate von Fischen. Lachs, Tulpe. Ah, oh, eine Hauspflanze. Ich liebe Pflanzen. Ah, oh, nein. Ich verkaufe dieses Gemälde für 1200 Geld. Nein. Hey, Birdie Bird, sagst du auch was? Oh! Jeden Tag etwas Neues. Hütchenhut. Pastinakensaat. Ja klar, warum nicht? Bohnen, Blumenkohl, Kartoffeln. Ein Iridiumkamin, meine Güte. Zierlauch wächst auch im Frühling. Wir decken uns jetzt einfach schon mal ein für den Frühling. Ist doch super. Tulpen. Kartoffeln. Blumenkohl. Böhnchen.
und noch mehr Pastinaken. Cool. Dankeschön. Ach, das war das. Hey, Clint. Hey, Buddy. Außendekorationen. Das ist ja cool. Ich will die haben. Meins. Ich gehe jetzt. Es ist viel zu gefährlich. Ich habe schon viel zu viel Geld ausgegeben. Aber es ist cool. Oh, hey! Sie sind Reisende, so wie ich. Ich fühle mich mit ihnen verbunden. Aber es macht mir nichts aus, einfach hier zu bleiben und ihnen zuzuhören. Willst du Kaffee? Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Gerne. Ich habe ein gratis gekriegt. Coole Sache. Und schwuppdiwupp habe ich keine Kohle mehr. Ich werde jetzt mal in den verzauberten Wald gehen. Wenn ich mich recht erinnere, war da nämlich auch ein bisschen Geblubber im Wasser. Oh, noch mehr Würmchen. Ich gehe erstmal hier angeln. Okay, kein Geblubber mehr. Aber Würmchen. Die mir krasse Steine bringen. Ist es trotzdem besonders, wenn ich hier angeln gehe? Ich weiß es nicht. Oh. Der wehrt sich hier so gut wie gar nicht. Karpfen. Okay. Werde ich nicht, Baby. Ein Waldspringer. Wow. Easy. Einfach mal gar nichts gemacht. Noch ein Karpfen. Du hast deinen letzten Köder verbraucht. Das ist kein Problem. Ich habe noch ein paar dabei. Gemischte Saat. Boom. Wehrst du dich etwa wieder nicht? Okay, dieser Karpfen hat wohl mit seinem Leben abgeschlossen. Okay, jetzt muss ich mal gucken hier. Blaubarsch, Katzenfisch. Glasaugenbarsch und Aal. Karpfen. Der Waldspringer. Cool. Kann ich zwei Fische abgeben? Ist doch super. Hat sich schon gelohnt. Und wir nehmen hier das Hartholz mit.
Jetzt kriegt man aber nicht mehr so viel Hartholz daraus. Wie beim ersten Abbauen. Naja, was soll's. War trotzdem sehr erfolgreich. Das heißt, ich jetzt sehe sehr entspannt zurück. Werde das Saatgut einlagern, die Pflanze aufstellen, ein Ei in die Mayo-Maschine stopfen. Ist doch entspannt. Milch habe ich nicht mehr. Okay. Dann hier einmal Saatgut. Oh. Karpfen und Waldspringer. Die anderen beiden Karpfen kann ich verkaufen. Genauso wie der Mayo und auch die Stechpalme. Unser Pickel-Troller ist müde. Das heißt, ich werde mich jetzt mal beeilen, hier den Kram noch loszuwerden. Perfekt. Hey Honk! Gut, dann schauen wir mal, was wir uns verdient haben. Oh. Karpfen bringt jetzt nicht so viel Kohle. Der eingelegte Kürbis durchaus schon. Oh, das ist richtig, richtig guter Kram zum Verkaufen. Ja, Pilzkies. Anderes. 500 bringt das Lebenselixier. Und 300 die Entenfeder. Das ist gut zu wissen. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!